Wie sauber sind Burger King Strohhalme wirklich? Dafür habe ich jetzt 20 Nährböden gekauft, um eine Probe zu nehmen und zu schauen, ob sich Bakterien oder Pilzkulturen entwickeln. Der Nährboden wurde jetzt mit einem Nassabstrich und einem ganzen Stück Strohhalm beschichtet. Innerhalb der nächsten Tage wird sich jetzt eine Kultur bilden oder nicht? Kommentiert mit diesem Emoji, wenn ihr denkt, Bakterien entstehen, und mit diesem, wenn ihr es nicht denkt. In ein paar Tagen folgt das Update, also folgt, um das nicht zu verpassen.